Herzlich willkommen in der Münchner Reithalle, wo das Stadttheater am Gärtnerplatz mit Der Mann von La Mancha die zweite Spielzeit unter der Intendanz von Josef Ernst Köpplinger eröffnet. Der karge offene Bau der Reithalle führt direkt in das Bühnengeschehen hinein. In einem düsteren Gefängnisraum warten Häftlinge, Mörder, Asylanten und politisch Verfolgte auf ihr Verhör. So auch der Theaterdichter Miguel de Cervantes. Das Stück beginnt in einem Gefängnis, einem Auffanglager, original geschrieben zur Zeit der Inquisition. Wir haben das weggenommen, wir machen das in der heutigen Zeit. Es gibt genügend schreckliche Situationen, wo Menschen politisch verfolgt, auch weil sie etwas Schlimmes getan haben, im Gefängnis sind und warten, auf ein Gericht warten. Und in dieses Gefängnis kommt der Dichter Cervantes. Dann findet ein Spiel im Spiel statt. Er wird von den Gefängnisinsassen, vor allem von dem Gouverneur, das ist der Chef dort in diesem Gefängnis, gebeten oder genötigt, sich zu verteidigen. Zuerst einmal vor den Mitgefangenen, bevor er dann vor das eigentliche Gericht tritt. Don Quixote ist ein fahrender Ritter, in Wirklichkeit heißt er Signor Quijano, und ist, wie seine Verwandtschaft meint und die Umwelt, vom Wahnsinn befallen. In Wirklichkeit, im Stück, ist er aber ein Fantast, einer, der an seine Träume glaubt und zusammen mit seinem Diener Sancho reist er durch die Welt und erlebt Abenteuer. Er macht aus Windmühlen Riesen, er sieht in dem Spiegelritter Dr. Carrasco, das ist der Mann, der ihn heilen möchte, sieht er eigentlich den großen Magier und zerbricht in seinem Spiegelbild dann an allen Illusionen. Bis er zum Letzt, aber das verrate ich nicht. Der Mann von La Mancha erzählt also von der Kraft des Theaters und der Fantasie in Zeiten politischer und sozialer Repression. Unter privat wie politisch üblen Bedingungen hat auch der reale Miguel de Cervantes sein bedeutendes Werk Der sinnreiche Junker Don Quixote von der Mancha zu Papier gebracht. Als Zeitgenosse William Shakespeares wurde Cervantes 1547 als Sohn einer verarmten spanischen Adelsfamilie geboren. Sein Leben war geprägt von Krieg, Sklavenhaft und politischer Verfolgung. Seine besondere Liebe galt dem Theater, doch konnte er sich nie erfolgreich als Bühnenautor etablieren. Als alter, kranker und invalider Mann begann er an seinem Don Quixote zu arbeiten. Der Erfolg des zweibändigen Werks war enorm, brachte dem Dichter aber kaum Geld ein, sodass er 1616 völlig verarmt starb. Wie mehr man diesem Roman folgt, stellen sich auch immer die Fragen, stellt man sich auch selber dann Fragen über das Leben, über die Wahrheit, was will man erreichen, hat man überhaupt noch einen Traum und kann man diesem Traum auch folgen oder traut man sich überhaupt, wahnsinnig zu sein und zu sagen, ich breche jetzt aus dem System aus. Und ich glaube, da gibt der Roman einiges vor. Der Broadway-Produzent Dale Wasserman und sein Team, bestehend aus dem Komponisten Mitch Lee, dem Textdichter Joe Darion und dem Regisseur Albert Marais, trafen mit ihrer Musical-Adaption des Don Quixote den Nerv der US-amerikanischen Gesellschaft der 1960er Jahre. Soziale Probleme, Rassismus, Arbeitslosigkeit und die Angst vor neuen Kriegen ließen die junge Generation mit Schlagworten wie Liebe, Friede und Toleranz aufwarten. 2 Jahre vor der Uraufführung des Mann von La Mancha am 22. November 1965 in New York hielt Martin Luther King seine berühmte Rede I Have a Dream, in der er von gleichen Rechten unter allen Menschen träumt. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Und von eben diesem Traum kündet auch der Mann von La Mancha. Auch wenn Don Quixote deswegen für verrückt erklärt wird. Das ist mein Ruf, ich folge dem Stern, wie glücklos auch immer, wie unfassbar fern, und wage den Weg, ja und frage nicht wie, immer will ich zur Hölle zu gehen, für ein himmlisches Ziel. Don Quixote ist definitiv nicht verrückt. Ich glaube, in der heutigen Zeit, wo man so viel entsprechen muss, wir müssen alle entsprechen. Vielleicht ist, wenn man Fantasie hat und etwas tut, was nicht so gängig ist, wenn man nicht mit dem breiten Strom schwimmt, vielleicht wird man dann schnell als Verrückter, als Außenseiter bezeichnet. Ich glaube, dass die Verrückten eigentlich die Wahrheit oder der Wahrheit vielleicht näher kommen. Vielleicht ist es Wahnsinn, sich Träumen hinzugeben und Schätze zu suchen, wo nur Schutt ist. Vielleicht ist es auch Wahnsinn, normal zu sein.
Aber ganz sicher ist es der allergrößte Wahnsinn, das Leben so zu sehen, wie es ist und nicht so, wie es sein sollte. Hi, Rosinante! Die Thematik des Stücks bleibt also immer aktuell, ob im 17. Jahrhundert, in den 1960er Jahren oder heute. Also als ich sie zum ersten Mal gespielt habe, also man liest ein Manuskript oder ein Textbuch eben und liest es sich so durch und kriegt ein Gefühl dafür und dann liest man es wieder und dann hört man den Kollegen zu, wenn sie spielen. Und in diesem Stück geht dir plötzlich selber so viel auf. Es gibt so wunderschöne Sätze, die einen so berühren und die so wahr sind, die so viel über das Leben sagen. Es ist eigentlich, würde ich schon sagen, ein philosophisches Stück. Hört auf mich zu quälen, wie könnt ich eine Dame sein? Mit Der Mann von La Mancha ist dem Team um Dale Wasserman aber nicht nur ein inhaltsschweres Werk, sondern auch ein musikalischer Hit gelungen. Es ist eine sehr reduzierte Musik, also sowohl in der Orchesterbesetzung als auch in der Rhythmik. Und es gibt, und das ist das Besondere, in jedem Stück von diesem Musical kommt die Gitarre vor, was also ein Synonym ist für spanische Folklore-Musik, die also Grundlage für dieses Stück ist. In seiner Inszenierung setzt Josef Ernst Köpplinger auf karge Mittel, die in ihrer Einfachheit den Kern des Stückes treffen. Naja, ich denke mir, der Raum, dieses ganze schöne Konstrukt, das da herinnen steht, in der Reithalle, den ich ja liebe und einen ganz spannenden Theaterraum finde, diese Bühne, wo sich das Publikum spiegelt, ähnlich wie Don Quixote in der Geschichte, auch dann irgendwann in den Spiegel blickt, und dass alle nicht von der Bühne gehen. Niemand verlässt diese Spielfläche 2 Stunden lang. Das ist eine intensive Konzentration von den Darstellern. Das könnte, meine ich, eine ganz spannende Sache sein.